herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Es geht um Hautretusche, Porträtretusche. Und ich habe ein paar Bilder vorbereitet. Wir werden eine Kombination machen heute aus Photolab und aus Color Effects. Das heißt, wir werden zum einen die Retusche vornehmen in Photolab und werden uns da so ein paar spannende, schöne Geschichten angucken, was wir da machen können. Und dann werden wir natürlich auch noch ein bisschen Farben und Looks und so weiter bearbeiten in Color Effects. Das ist eine richtig schöne Kombination. Ich werde euch auch so noch ein, zwei Sachen zeigen in der Kombination, was da einfach schön sinnvoll ist. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. Ich habe hier jetzt erstmal zuerst ein Bild geöffnet von Alex, ein Kunde von mir, der bei mir im Studio war. Und da würde ich so gern ein bisschen dran arbeiten, euch das so ein bisschen die ersten Kniffe zeigen. Wenn wir uns das Bild anschauen, sehen wir, es ist sehr, sehr kontrastreich. Also ich habe einen schwarzen Hintergrund genommen und er ist von vorne ausgeleuchtet und dadurch ist er einfach sehr, sehr dominant im Bild drin, was auch gewollt ist. Aber da kann man auf jeden Fall noch ein bisschen was bearbeiten, ein bisschen was dran regeln und drehen. Und das möchte ich auch als allererstes mal machen. Wir haben hier, ich zoome einfach mal rein, wir haben hier einfach sehr, sehr hell ausgeleuchtet auf der linken Seite. Von rechts hinten habe ich nochmal einen Blitz angesetzt. Das heißt, hier habe ich sehr hell und ich habe auf der rechten Seite hell. Und das kann ich so ein bisschen regeln. Ich möchte die linke Seite aber tatsächlich auch hell halten eigentlich. Dadurch, dass die aber nochmal heller ist als rechts, passiert dann nicht viel. Ich würde jetzt als allererstes mal hergehen und die Spitzlichter ein bisschen runterziehen. Ja, also wir haben hier, wenn wir hier die Arbeitsbereiche angucken, normalerweise ist ja hier der Advanced Standard Arbeitsbereich aktiviert. Ich habe jetzt meinen eigenen drin. Das heißt, ich habe es ein bisschen aufgeräumt, ein bisschen cleaner gemacht. Und die linke Seite kann ich ausblenden. Da haben wir einfach ein bisschen mehr Platz zum Schauen. Und wenn ich jetzt hierher gehe, dann kann ich hier erstmal in die Belichtung reingehen und hier nehme ich jetzt mal die Spitzlichter ein bisschen runter. Und wenn wir das machen, dann wird eben die Haut ausgeglichen. Also die linke und die rechte Seite werden dann wesentlich neutraler dargestellt. Also hier auch direkt mal ein Vergleich, dann sieht man auch schon den Unterschied dazu. War vielleicht ein bisschen viel, das heißt hier einfach so ein bisschen hergehen. Ein bisschen heller darf es natürlich sein, weil das Licht natürlich auch von der Seite kommt, sieht man auch in den Spiegelungen in den Augen. Aber ich möchte es einfach nicht zu dominant halten auf der Seite. Was ich machen kann, ich könnte natürlich hier hinten auch noch ein bisschen runter reduzieren, ganz einfach mit einem Pinsel. Ich könnte es aber auch noch ein bisschen aufhellen. Das ist Geschmackssache, wie man das haben möchte. Auf den Pinsel werde ich nachher sowieso noch eingehen. Ich möchte es euch einfach mal ganz kurz zeigen, wenn wir hier die lokalen Anpassungen nehmen. Dann haben wir hier, wenn wir einen Rechtsklick machen, verschiedene Auswahlmöglichkeiten, was wir machen können. Ich habe jetzt hier einen Radierer, ich habe eine automatische Maskierung, ich habe Kontrollpunkte, die ich setzen kann, Verlaufsfilter, Pinsel kann das Ganze zurücksetzen oder eben neu anfangen. Und wenn ich jetzt hier einen Pinsel nehme, dann ist es eine Funktion und die liebe ich an Photolab einfach, weil ich setze hier oben die Größe vom Pinsel. Und wenn ich rauszoome, bleibt die Pinselgröße immer identisch, aber dadurch, dass das Bild kleiner wird, wird im Verhältnis der Pinsel größer. Das heißt, ich muss nicht jedes Mal die Pinselgröße anpassen. Wenn ich ihn kleiner haben will sozusagen, dann zoome ich einfach ein bisschen näher rein. Und das finde ich einfach eine richtig schöne Geschichte. Mit der Leertaste kann ich hier einfach im Bild rumswitchen. Und jetzt ist einfach die Möglichkeit, dass ich hier zum Beispiel hergehe und mir hier so die Stelle maskiere, die ich haben möchte. Und dann kann ich entweder, wenn ich sage, ich möchte diesen Lichteffekt, diesen Blitzeffekt, der da von hinten kommt, den möchte ich noch ein bisschen hervorheben, dann kann ich hier natürlich die Belichtung noch ein bisschen hochsetzen. Wenn ich hier Konturverlauf 100% habe, dann habe ich einen sehr, sehr, sehr weichen Pinsel. Dadurch, dass ich Fluss und Deckkraft auf 100% habe, kann ich hier auch nochmal drüber malen und es wird nicht nochmal verstärkt, der Effekt. Das heißt, ich kann mir hier die Seite so ein bisschen noch stärker anpassen, wenn ich das möchte. Einfach noch ein bisschen reinzoomen, dann habe ich wieder einen kleineren Pinsel. Das ist zum Beispiel so eine Möglichkeit. Ja, dadurch, dass es auch leicht maskiert wird schon, seht ihr hier über den Hintergrund, der bleibt gleich.
Ja, also ich habe hier auch immer so diesen schönen Verlauf drin. Jetzt ist die Frage, möchte ich es so haben oder möchte ich, dass dieser Lichteffekt nicht ganz so plakativ, ganz so krass ist, dann kann ich die gleiche Maske natürlich nehmen und hier ein bisschen runterregeln und dann habe ich hier quasi den Lichteffekt einfach ein bisschen runtergedreht. Das ist einfach so eine Überlegung, was man hier machen möchte. Das ist auch von Bild zu Bild komplett unterschiedlich. Aber die Möglichkeiten bestehen hier einfach und deswegen möchte ich es euch einfach zeigen. Das kann man natürlich überall machen. Das heißt, man kann auch, wenn man hier den Schatten aufhellen möchte oder abdunkeln, kann man hier natürlich auch mit dem Pinsel noch drüber arbeiten. Man kann auch hergehen und das finde ich jetzt natürlich auch schön. Ich zoome einfach nochmal ganz raus, dass man einfach sagt, man möchte, wir passen noch die ganze Helligkeit ein bisschen an vom Bild, damit einfach das alles nochmal ein bisschen einheitlicher wird und ein bisschen schöner dargestellt. Das heißt, es gibt eine Funktion, nennt sich DxO Smart Lighting. Wenn man da draufklickt, dann ist hier erstmal homogen. Das heißt, es ist allgemein eine Helligkeit, wo ich hier entsprechend regeln kann. Ist viel, viel dezenter, als wenn ich hier oben in den Belichtungsreglern, der Belichtungskorrektur rumdrehe. Und ich habe hier die Möglichkeit, das finde ich super, hier punktuell einzutragen. Und jetzt seht ihr hier auf der rechten Seite ein Gesicht erkannt. Ja, wenn ich hier mal auf dieses kleine Viereck klicke, dann ist hier tatsächlich das Gesicht erkannt. Da kann ich auch das Ganze noch so ein bisschen anpassen, wie ich das haben möchte und kann jetzt hier meine Helligkeit regeln und es wird eben ans Gesicht angepasst, die Helligkeit. Das sieht man auch, wenn ich jetzt diesen Rahmen nehme und ziehe den quasi, also das Gesicht wird automatisch erkannt, aber ich kann den Rahmen auch hinsetzen, wo ich möchte. Wenn ich den jetzt auf einen dunklen Bereich setze, dann passt sich das eben hier unten an. Und das finde ich super schön, wenn ich einfach das Gesicht so ein bisschen kontrollieren möchte, dann kann ich hier ganz, ganz fein, ganz dezent die Haut quasi und die Gesichtsfarbe entsprechend anpassen. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Möglichkeit. Ja, was hier einfach passiert ist, es ist ganz dezent aufgehellt, aber es ist nicht so, dass es mir irgendwie unangenehm wird. Weil, wie gesagt, Belichtungsregler, der ist gut und schön, der hat auch seine Berechtigung. Und gerade für solche Bilder, die so extrem kontrastreich sind und ich eh schon sehr helle Stellen habe, da ist der Belichtungsregler halt sehr schwierig, weil dann eben das Schwarz irgendwann hell wird und die hellen Bereiche dann tatsächlich auch sehr, sehr hell. Wenn wir das jetzt haben, dann können wir uns erstmal noch ein bisschen um den Kontrast kümmern. Das heißt, wir können uns hier auch noch anschauen, ob das Sinn macht, hier den Kontrast noch ein bisschen anzupassen, dass das Dunkle halt einfach auch noch mal ein bisschen dunkler wird. Da würde ich aber dezent rangehen. Und was ich auch machen kann, ich kann hier den Mikrokontrast hochziehen. Ich zoome noch mal rein. Bei Mikrokontrast müsst ihr aufpassen, dass ihr hier nicht zu hoch geht, weil wenn der Regler zu hoch gesetzt wird, dann haben wir hier wirklich Flecken im Gesicht. Ja, das ist bei Haut ganz, ganz extrem, weil die Haut aus so vielen verschiedenen Farbnuancen, Farbfeldern besteht, sodass hier einfach Vorsicht geboten ist. Aber der Mikrokontrast gibt halt einfach dem Ganzen noch so ein bisschen Pep, ja, gibt dem Ganzen noch so ein bisschen gefühlte Schärfe rein, dadurch, dass die ganz feinen Kontraste in den Hautporen und so weiter, weil Hautporen werden ja sichtbar, wenn Licht von einer Seite kommt, dann fällt quasi da Schatten rein und dadurch entsteht quasi die Hautstruktur, wird da sichtbar auf dem Bild und da kann man das natürlich noch ein bisschen rausarbeiten. Das also mit zum Mikrokontrast und ja, wenn man das dann so angepasst hat, dann ist es global erstmal sauber, das Bild, wie ich das haben möchte. Können wir gerade schon mal einen kurzen Vorher-Nachher-Vergleich machen. Also es ist auf jeden Fall schon mal, ich habe überall jetzt meine Struktur drin, mein Gesicht ist perfekt ausgeleuchtet. Ich habe in den Haaren jetzt wieder Farbe drin und so weiter. Und da gehe ich eben so her. Es kommt gerade eine Frage rein, wie man Augenränder retuschieren kann, auch über die lokalen Anpassungen. Ja,
kann man machen, da kann man einfach hergehen und jetzt ist hier nicht wirklich Augenringe, wenn ich hier aber lokalen Anpassungen hergehe, sage ich, mache eine neue Maske, nehme einen Pinsel, ja, Pinsel nehme ich, gehe hier rein und wenn ich jetzt hier dunkle Ränder habe, dann kann ich hier natürlich auch die Größe nochmal verringern, hier so ganz dezent drüber malen, vielleicht noch einen kleineren Pinsel und dann hier entsprechend ganz, ganz, ganz leicht aufhellen. So lassen sich dann entsprechend auch Augenringe retuschieren, beziehungsweise wenn ich hier nochmal eine neue Maske mache und mal dann hier mal drüber, dass wir hier vielleicht das, was so hell angestrahlt ist, das vielleicht auch noch ein bisschen angleichen. Das heißt, ganz, ganz leicht runtergehen und dann haben wir hier eben auch etwas weniger Schein drin. Ja, also da lässt sich in beide Richtungen, lässt sich das sehr, sehr schön regeln. Schöne Frage auf jeden Fall und sehr, sehr wichtig. Ich werde das jetzt einfach mal nochmal markieren und entfernen. So, hier entfernen, das hat er nicht angenommen. Entfernen, so, das wäre hier einfach, weil ich brauche hier das nicht. Aber das ist auf jeden Fall genau so machbar, sehr, sehr wichtig. Jetzt kommen wir mal auf einen Punkt direkt bei dem Bild, wo er sicherlich drauf wartet. Und zwar geht es um die Retusche. Die Retusche selbst bedeutet, ich habe eine Stelle, einen Pickel, eine Hautunreinheit. So, jetzt habe ich es. Oder wie in dem Fall, er ist kurz vorm Shooting, ist er tatsächlich noch gestürzt und hat sich da so die Lippe und das Kinn so ein bisschen aufgeschrammt. Und das lässt sich gut retuschieren. An der Stelle ein Tipp, der jetzt nichts mit Photolab direkt zu tun hat. Ich würde nur das retuschieren, was temporär ist. Das heißt, ich würde keine Muttermale retuschieren, sondern nur die Sachen, die nicht direkt zur Person gehören, sondern die einfach nur zeitweise da sind. Weil wenn ich jetzt ein markantes Muttermal habe irgendwo und ich retuschiere das weg und jemand anderes sieht mich dann und sagt, ja, eigentlich siehst du auf dem Bild ganz anders aus, dann wirkt es oft nicht ganz so klasse. Kommt halt drauf an, wenn ich ein Bild habe, wo wirklich auf Beauty aus ist und so weiter, wo es nicht um die Person geht, dann kann man sowas natürlich genauso wegretuschieren. Deswegen bin ich auch hergegangen und habe mir dieses Bild genommen, wo ich auch einen größeren Fleck hier unten quasi habe, also diese kleine Schramme, dass ich quasi auch nicht nur ein Mini-Pickelchen wegretuschiere, sondern einfach diese größere Stelle. Wie mache ich das Ganze jetzt? Ich setze es hier mal in die Mitte rein und jetzt gibt es hier oben den Bereich reparieren. Also wir reparieren jetzt quasi die Haut oder das Gesicht oder wie auch immer wir das nennen wollen. Das heißt, ich klicke hier drauf und jetzt zoome ich mich einfach hier rein. Auch hier wieder schön, es bleibt einfach identisch die Größe. Das heißt, wenn ich den Pinsel quasi kleiner will, zoome ich mich näher ins Bild rein. Jetzt ist hier oben Möglichkeit, entweder kopieren oder reparieren. Das heißt, wenn ich jetzt hier diese Stelle nehme und habe hier oben Kopieren angestellt, muss ich hier noch die Maske einblenden, dann nehme ich von dieser Stelle hier die Lichter, die Farben und die Strukturen und setze die 1:1 hier rüber. Heißt, ich habe hier einen Fleck. Jetzt kann ich den so ein bisschen korrigieren, schon indem ich den Verlauf, also den Konturverlauf, das heißt, ich mache es weicher, indem ich das hier schon mal anpasse, aber ich habe trotzdem die Helligkeit und so weiter von der Stelle, wo ich es aufnehme, also von der Quelle quasi. Das ist nicht so optimal. Wenn ich jetzt hier oben aber hergehe und gehe auf Reparieren, dann gleicht sich das Ganze an. In dem Fall muss ich den Konturverlauf ein bisschen runter machen. Dann gleicht sich eben die Helligkeit an die Stelle, wo es eben sein soll, wo es repariert werden soll. Und dann ist auch noch ganz, ganz wichtig, diesen Punkt hier, also das ist ja die Quelle, von hier wird es aufgenommen und hier rüber geschoben, den nehme ich und setze mir den dorthin, wo eine ähnliche Struktur ist, wie an der Stelle, die ich reparieren möchte. Und dann habe ich hier eben die Möglichkeit, das viel, viel einfacher zu machen. Was auch gut ist, was wichtig ist, also erstmal mehrfach darüber gehen, sich immer wieder eine richtige Stelle raussuchen und dann kann man sich hier eben das Ganze
quasi zusammenstücken. Ich finde es toll an Photolab, dass ich hier auch in einer Retusche, also in einem Feld, das ich schon retuschiert habe, direkt reingehen kann. Ja? Also es gibt andere Programme, da muss ich hier außen anfangen. Wenn ich hier was retuschieren will, muss ich hier anfangen und hier reinziehen. Und in Photolab kann ich einfach direkt hier rein. So, ich klicke mir hier jetzt einfach mal so ein paar Stellen an. Wichtig ist einfach, dass es keine Doppelungen gibt und dass das Ganze homogen ist. Also ich habe hier gefühlt eine Doppelung, ist keine, aber das kann ich einfach auch noch wegmachen, um hier einfach entsprechend ja, das Ganze sauber zu gestalten. So, ich zoome nochmal raus, mache mal hier den Reparaturwerkzeug weg. Und wenn ich jetzt vergleichen klicke, dann seht ihr, wie das aussieht. Das ist jetzt ein bisschen hell an der Stelle. Das heißt, ich könnte hier auch wieder mit einem Pinsel ganz dezent drüber gehen, wenn ich hier das doch ein bisschen zu krass gemacht habe. Aber an der Stelle war die Haut vielleicht auch einfach ein bisschen. Das können wir uns einfach mal kurz angucken. Wir haben hier hinten die lokalen Anpassungen. Da kann man das einfach mal. Nö, da ist es nicht. Jetzt bin ich hier raus. Was ist denn das jetzt? Jetzt habt ihr mich. Kann hier einfach, ja, keine Ahnung. An der Stelle ist es vielleicht auch ein bisschen heller. So, machen wir es mal so. Wie gesagt, ich kann hier einfach hergehen, lokale Anpassungen. Ich mache mir eine neue Maske, gehe hier dezent drüber über die Stelle und fahre dann hier vielleicht noch mit dem Pinsel. Wird es ein bisschen dunkler, muss ganz arg aufpassen an der Stelle, dass da nicht wirklich was passiert. Und dann haben wir hier eben das Ganze sauber retuschiert. Jetzt kommt gerade die Frage rein, wie man Spiegelungen in Brillen entfernt. Habe ich jetzt leider kein Beispiel gerade da. Bei Spiegelungen ist es wichtig, dass man sich die Farbe erstmal vornimmt. Das heißt, bei Spiegelungen ist es meistens so, dass wir so einen Cyan-Ton drin haben, der sich spiegelt. Das heißt, den kann man relativ einfach hier mit dem HSL, über den reden wir nachher eh noch, damit den Cyan-Ton runternehmen und dann mit ganz, ganz feinen Pinseln und einem extrem kleinen Reparaturwerkzeug kann man das entsprechend korrigieren, sofern das Auge nicht komplett oder auch nicht zur Hälfte irgendwie überspiegelt ist, weil dann wird es halt schwierig, dann müsste man theoretisch das Auge nachbauen. Und das ist eine Arbeit von Stunden und Tagen, wenn es blöd läuft. Aber man kann auf jeden Fall den Cyan-Ton hier runterziehen. Da werden wir uns das noch anschauen. Dann gehen wir uns noch kurz rein. Wir haben hier nochmal eine Stelle, die ich noch korrigieren kann. Auch hier wieder eine nehmen und gucken, dass so die Übergänge überall passen. Das nimmt er eigentlich ganz gut an. Hier unten haben wir auch noch eine Kleinigkeit. Auch hier einfach wieder. So, dass die Lippe entsprechend hier weitergeführt wird. Guck mal, hier oben ist nichts mehr. Nicht zu vergessen, bei der Retusche achten ganz viele immer auf die feinsten Details im Gesicht. Mein Tipp, zoomt immer mal wieder raus und guckt, ob noch irgendwo Haut ist. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig, dass die Haut überall dann retuschiert ist. Weil wenn dann das Gesicht perfekt ist und wir haben ansonsten noch Schrammen, blaue Flecken oder sonstige Geschichten, dann haben wir halt so ein unfertiges Bild und das wirkt dann entsprechend auch unfertig. Das heißt, wir gehen hier noch rein, können hier die Stelle noch korrigieren. Auch hier nehme ich mir wieder direkt daneben was, um einfach hier die richtige Hautstruktur zu haben. Weil jede Hautstelle, also im Gesicht ist eine ganz andere Hautstruktur als an der Hand. An der Hand hier vorne eine ganz andere als hier am Armansatz und so weiter. Da einfach ganz wichtig, dass ihr darauf achtet. So, hier funktioniert es jetzt, weil wir hier eben am Fingeransatz die gleiche Haut haben. Wenn ich jetzt hier das Ganze drüber habe, dann habe ich hier eben auch wieder diesen Fleck, der da mit rüber kopiert wird, weil es angenommen wird, dass das hier eben mit reinpassen kann und dann habe ich hier das eben retuschiert. Das heißt, ich gucke mir einfach die ganze Hand an. Ich werde jetzt auch nicht ins krasse Detail reingehen. Ihr habt die Systematik, denke ich, verstanden und dann können wir hier eben entsprechend das Ganze so anschauen. Ja, dann können wir auch die Masken ausblenden
Und dann haben wir hier eben, an der Hand sieht man es jetzt schön am Kinn und auch an der Lippe, was ich hier entsprechend wegretuschiert habe. Das ist also so diese Grundretusche, die einfach ganz wichtig ist und ganz schnell auch funktioniert. Da muss man sich einfach ein bisschen reinarbeiten, wie das Ganze funktioniert. Aber einfach anklicken und dann eben diesen Punkt entsprechend schieben. Jetzt geben wir dem Ganzen noch so ein bisschen Look, beziehungsweise machen die Haut vielleicht noch ein bisschen weicher, nicht ganz so weich, weil bei Männerporträts ist es nicht ganz so dramatisch. Aber wir werden das Ganze jetzt einfach mal in Color FX als TIFF öffnen. TIFF ist wichtig, zeige ich euch jetzt gleich, wenn wir es geöffnet haben. Jetzt werden wir es erstmal kurz exportieren und dann in Color FX öffnen. In der Zwischenzeit kann ich ja noch einen ganz kurzen kleinen Schluck trinken. So, sind wir in Color FX. Wir haben jetzt hier erstmal eine Information, eine Fehlermeldung, wie auch immer man das nennen möchte. Fehlermeldung ist es nicht, das ist einfach eine reine Information und die müsst ihr nicht durchlesen, die sage ich euch jetzt. Wenn wir ein Bild aus PhotoLab öffnen in Nick, in Color FX zum Beispiel, dann gibt es die Möglichkeit, diese TIFF-Datei so zu speichern, dass wir sie später nochmal bearbeiten können. Heißt, die Bildinformation, die Bearbeitungsinformation, die ich in Color FX erstelle, sind nicht, also wenn ich dann speichere, nicht ins Bild reingeschrieben, sondern es ist als Information ans Bild angehängt. Sogenanntes Multipage-TIFF. Und dazu, ich hoffe, ihr seht es hier unten, speichern und bearbeiten später fortsetzen. Da gibt es einen kleinen Haken, muss erst die Meldung ausmachen. Da gibt es einen kleinen Haken und wenn ich den setze, dann kann ich nachträglich nochmal reingehen. Weil das Problem ist, oder warum das entstanden ist, ich habe verschiedene Filter zusammengestellt und habe was ganz Cooles kreiert. Und dann klicke ich auf Speichern, habe den Haken unten nicht gesetzt und dann komme ich nicht mehr an die Bearbeitung ran. Das heißt, ich kann nicht mehr einzeln irgendwas korrigieren. Und vor allem, wenn ich gesagt habe, es ist so genial, ich hätte das eigentlich speichern müssen als Preset, ich hätte mir das für später setzen müssen, dann komme ich da auch nicht mehr ran. Das heißt, ich muss das alles nochmal nachbauen. Und deswegen dieser Haken. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. So, schauen wir uns das mal kurz an. Wir zoomen mal rein und gucken uns jetzt erstmal diesen Dynamic Skin Softener an. Der ist hier. Ich habe hier in der Filterbibliothek, seht ihr diese kleinen Sternchen, das sind meine Favoriten. Das sind so einige von denen, die ich auch heute verwenden werde. Und da ist eben der Dynamic Skin Softener dabei. Der sorgt dafür, dass ein bestimmter Hautton bzw. ein bestimmter Farbton im Bild weicher gezeichnet wird. In dem Fall ist schon ein Hautton ausgewählt. Ich kann hier jeden Farbton auswählen, den ich möchte. Ist einfach für die Haut optimiert. Deswegen habe ich immer hier oben einen Hautton drin. Gehe hier oben rechts auf die Pipette und kann mir jetzt überlegen, möchte ich die hellen Bereiche, also ich sehe immer auch, wie sich so dieser Farbton ändert. Das ist jetzt der ausgewählte Farbton. Möchte ich den anpassen? Oder möchte ich eher so in dem Bereich sein, dann habe ich eben viel dunkleren, kräftigeren Farbton. Da kann ich dann entsprechend entscheiden, beziehungsweise ich kann den Filter auch duplizieren oder noch öfter verwenden, um dann zu sagen, ich möchte alles irgendwie anpassen. Jetzt ist es einfach wichtig, dass ich weiß, ich kann hier die Größe des Bereichs noch auswählen. Das heißt, wie viel nach oben und unten um diesen Farbton rum möchte ich mit aufnehmen. Also wenn ich das ganz runtersetze, nehme ich nur diesen einen Farbton auf. Wenn ich das ganz hochsetze, habe ich eben alles, was grob dieser Farbe entspricht, ausgewählt. Das heißt, ich gehe hier runter, bis es so einigermaßen passt. So 20-25% ist in der Regel ganz, ganz passend. Und jetzt macht es Sinn, erstmal diese Regler hier runterzuschieben. Was machen diese Regler? Die sind dafür da, die einzelnen Strukturen weich zu zeichnen. Das heißt, ich habe die kleinen Details und jetzt einfach mal aufs Gesicht achten.
ich die kleinen Details ganz hoch ziehe, dann habe ich jetzt hier zum Beispiel unterm Auge, das sind ganz, ganz feine Details, ich kann hier auch noch ein bisschen weiter reinzoomen, ganz feine Details, und die sind hier eben komplett verloren gegangen. Ja, dadurch, dass ich diesen Detailregler hier komplett hochgezogen habe. Das heißt, ich kann den runterregeln wieder, bis ich sage, okay, so ein bisschen soll es ja weicher sein. Mittlere, da sehe ich auch schon, dass das Ganze so verschwimmt ein bisschen. Da fehlen mir dann auch wieder die Mikrokontrast. Da muss ich auch wieder aufpassen. Macht auch Sinn, das eher auf 100% oder auf der kleinen Ansicht zu machen, nicht auf so krass reingezoomt. Und bei den großen, da habe ich dann natürlich nochmal andere Kontraste, die hier angepasst werden. Hier in dem Bild sieht man hier gar nicht so arg viel. Und da einfach so ein bisschen rangehen. Wie gesagt, bei Männerporträts muss es nicht ganz so weich sein, aber dass ihr einfach mal die Systematik dahinter versteht. Ja, also ich finde, hat sich das jetzt aufgehängt? Nee. Ein bisschen weicher ist es. Man kann es einfach jetzt zu Demo-Zwecken noch so ein bisschen weicher machen. So, dass ihr das einfach seht. Und da sind dann eben auch die Arme mit drin. Ja, die sind einfach auch mit weich gezeichnet. Genau, das ist also der Dynamic Skin Softener. Sehr, sehr schön, um sowas, um die Haut ein bisschen weicher zu bekommen. Da aber wirklich darauf achten, dass ihr nicht die Porzellanhaut bekommt, außer ihr wollt es natürlich haben. Dann nehmen wir noch, um das Bild zu finalisieren, noch einen Filter dazu. Einfach hier unten auf Hinzufügen klicken. Dann nehme ich einen meiner Lieblingsfilter, Darken Light and Center. Da kann ich die Mitte ein bisschen aufhellen, den Rand noch ein bisschen abdunkeln. Nicht zu sehr, damit wir hier unten die Struktur behalten. Setze mir dann noch die Mitte hier ins Gesicht rein, damit er wirklich so im Fokus steht. Ich würde aber das Gesicht nicht allzu stark aufhellen. Ich habe das ja gerade eben eigentlich schon optimal ausgeleuchtet. Das heißt, hier einfach so ein bisschen abgedunkelt noch. Und dadurch, dass wir gerade eben auch hier dieses Licht angepasst haben im Gesicht, würde ich jetzt nochmal einen Filter dazu nehmen, und zwar Contrast Only, um hier einfach ganz dezent nochmal so ein bisschen Kontrast reinzubekommen in das Ganze. Das wäre es eigentlich, dann speichere ich mir das Ganze ab. Und dann habe ich das ganze Bild wieder in Photolab drin. Das heißt, das hier ist das Bild nach der Bearbeitung. Und das ist das Bild nach Color Effects. Ja. So. Ich würde hier einfach gerade kurz, um euch nochmal das Ausgangsbild zu zeigen, weil es ist viel passiert, viel mehr, als man jetzt gerade sieht. Hier stellen wir eine virtuelle Kopie. Und mach mal hier die Korrektureinstellung zurück. Also das war das wirklich Ausgangsbild. So kam es aus der Kamera. Das ist das RAW-Bild. Und das hier ist das Endergebnis. Ja, da ist also die ganze Retusche drin. Die Kontraste sind angepasst und die Helligkeiten entsprechend. Jetzt ist gerade eine Frage. Wie bekomme ich die Pinseleinstellungen wie in diesem Video links oben in die Ecke? Einfach hier auf lokale Anpassungen gehen. Und dann kann man hier rechts einen Rechtsklick machen und dann hat man hier diesen Pinsel. Und wenn das hier oben nicht angezeigt ist, dann hier auf dieses kleine Symbol klicken. Dann sind hier eben die Größe vom Pinsel, der Konturverlauf, also je kleiner dieser Wert, 0 ist eben harte Kontur, 100% ist komplett weich, Fluss und Deckkraft sind eben dafür verantwortlich, wie viel von meinem Gemalten kommt quasi aufs Bild drauf. Das werden wir uns gleich im nächsten Bild auch nochmal anschauen. Gucken wir uns mal das nächste Bild an. Die öfter bei den Webinaren dabei sind und so weiter, die werden wahrscheinlich eins dieser Motive schon kennen. Das war auch ein Kundenprojekt von mir. Und zwei Sachen, die mir hier auffallen. Zum einen ist es natürlich sehr, sehr kühl, das Bild. Also es wirkt gar nicht irgendwie sommerlich, obwohl es da ziemlich warm war. Und zum anderen, und darum geht es ja heute in erster Linie, haben wir hier diese Lichtflecken im Bild. Ja, das heißt, wenn wir hier einfach mal die lokalen Anpassungen raus, wenn ich mal reinzoome,
wir haben hier durch die Bäume kam die Sonne durch. Jetzt kann man sagen, okay, dann machen wir das Bild nochmal. Du stellst dich einfach einen Schritt weiter nach vorne oder nach hinten, dann haben wir das entfernt. Lässt sich nicht immer machen und dadurch können eben solche krassen Lichteffekte vorkommen. Und jetzt ist die Frage, entweder es wirkt natürlich und wir wollen es lassen. Das ist natürlich die eine Variante. Die andere Variante ist, wir entfernen das. Ganz entfernen wird ein Tages- oder ein Wochenprojekt, aber wir können es deutlich abmildern. Und das relativ schnell. Und das möchte ich euch zeigen, wie das funktioniert. Ich werde jetzt auch hier, wie beim ersten Bild, erstmal das ein bisschen angleichen, global. Das heißt, ich werde erstmal hier in der Belichtung hergehen und sagen, ich möchte die Spitzlichter, weil die Spitzlichter sind hier hinten, aber das sind auch diese Lichter, die ganz hell sind, die kann ich erstmal runternehmen. Das heißt, ich habe jetzt schon eine deutliche Anpassung zwischen diesem Sonnenfleck und zwischen der schattigen Haut. Das einfach mal als allererstes, was ich hier machen kann. Um das Ganze dann nochmal anzugleichen, kann ich natürlich die Schatten, ja, das sind ja die dunklen Bereiche hier, das sind nicht die ganz tiefen, die ganz tiefen sind hier T-Shirt und die Haare, aber die Schatten sind so diese Hautbereiche, die kann ich natürlich auch noch aufhellen. Wenn ich das ganz aufhelle, habe ich hier ziemlich wenig Kontrast beziehungsweise Unterschied von hell und dunkel, aber das Bild ist halt natürlich mehr oder weniger zerstört. Das heißt, hier ganz dezent rangehen, die Schatten ein bisschen aufhellen, möglicherweise auch mit einem Pinsel das Ganze auffällen, aber ich möchte euch jetzt mal eine Technik zeigen, die Übung bedarf, also das ist jetzt nichts, was ihr mal ganz kurz einmal seht und dann könnt ihr es sofort, sondern ihr müsst da ein bisschen üben, aber es funktioniert. Das heißt, wir zoomen uns mal rein und haben jetzt hier quasi den Bereich, ich kümmere mich jetzt wirklich mal um den in der Brille drin, also den ganz markanten. Und den kann ich, so wie ich es gerade eben im ersten Bild gezeigt habe, wo ich so diesen Lichtreflex, diesen Blitzreflex auf der Seite, kann ich jetzt hier auch korrigieren. Das heißt, wir gehen nochmal in die lokalen Anpassungen rein, haben hier jetzt wieder den Pinsel ausgewählt. Wie gesagt, hier oben, falls es nur so ein kleines Symbol ist, kann man das hier aufmachen. Wichtig hier Fluss und Deckkraft 100%, damit ich mehrmals drüber malen kann, falls ich da irgendwo was vergessen habe oder sowas, dass mir da sich nicht jedes Mal von vorne anfangen muss oder mir die Farben, die Helligkeiten zerstöre. Und wenn ich jetzt reinzoome, ich mache mal die Pinselgröße wesentlich kleiner, jetzt einfach mal drauf achten, was ich mache. Ich kümmere mich, wie gesagt, nur um diese Stelle. Ich kann alles andere, kann ich dann später auch noch machen. Ich möchte jetzt aber diese Stelle mal abdunkeln. Das heißt, ich gehe hier mal rein und mal einfach mal grob drüber. Ja, ich kann später nochmal Pinselgröße verändern und so weiter und so fort. Ich kann da ganz viel machen. Ich möchte hier jetzt aber einfach mal reingehen, habe das jetzt ausgewählt und ziehe jetzt einfach diesen Belichtungsregler hier ganz leicht nach unten. So. Und ihr seht schon, was passiert. Ich müsste jetzt natürlich auch noch eventuell die Schatten von der Brille wieder auch maskieren und wieder aufhellen und so weiter. Aber mit wenigen Klicks, man sieht immer noch so ein bisschen Unterschied, wenn ich zu weit runterziehe, dann wird es irgendwann fleckig. Das heißt, da aufpassen. Da kann man aber extrem viel mitmachen. Und wenn ich jetzt hergehe und das im Detail noch mache und da an die Konturen rangehe und das wirklich richtig schön korrigiere, dann kann ich hier diese Schatten bzw. diese Lichteffekte noch extrem gut anpassen. Das ist was, wo ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten wollte, ja, weil das ist einfach eine schöne Geschichte. Ich meine, es darf ja auch im Gesicht mal heller und mal dunkler sein. Das ist ja alles vollkommen legitim. Was ich noch machen möchte, ich möchte bei dem Bild so ein bisschen den Weißabgleich, ein bisschen Wärme machen. Das kann ich entweder, also findet man hier oben, gibt es ja in Photolab
den Farbenregisterkarte. Da kann ich jetzt entweder diesen Regler nehmen und den nach rechts in warm oder nach links in kalt drehen. Oder er hat ein schwarzes T-Shirt an. Ich kann auch mal probieren, ob das mit der Pipette funktioniert. Da klicke ich mich einfach mal durch und schaue dann mal, an welcher Stelle ist es eigentlich ein schöner Farbton, schöner warmer Farbton. Das ist zum Beispiel ganz gut. Und jetzt kann ich immer noch mal ein bisschen in den Details nachregeln. Aber es wird auf jeden Fall der Farbton und die Farbtemperatur entsprechend angepasst. Das ist quasi so, wie wenn ich eine Graukarte verwendet hätte, die das dann optimiert hätte. So kann ich das eben machen. Sehe ich hier gerade, habe ich hier einen Fleck drin? Nee, da ist eben eine dunklere Stelle, das ist mir gerade ein bisschen ins Auge gesprungen. Da müsste man nochmal dann gegenregeln und hier an der Stelle aufhellen. Habe jetzt hier eben das Ganze angepasst, es wäre ein bisschen zu warm noch sogar, das heißt ein bisschen runter gehe ich. Und kann jetzt natürlich auch noch sagen, ich möchte den Farbton, der Haut noch ein bisschen korrigieren. Das heißt, ich habe hier meine meinen Farbkreis, habe jetzt hier meine Farbtonpipette, klicke mir hier rein und habe jetzt hier diesen Farbton ausgewählt von der Haut. Bei dem Bild habe ich suboptimal ausgewählt. Haben wir natürlich auch viel Töne außenrum, die relativ ähnlich sind. Aber wenn ich wissen will, ob ich jetzt den richtigen Farbton ausgewählt habe, dann kann ich hier einfach den Sättigungsregler nehmen und den einfach mal komplett nach links ziehen. Und wenn jetzt alles, was jetzt grau ist, habe ich ausgewählt. Das heißt, ich setze mal die Pipette zurück. Wenn ich hier reinzoome, sieht man, dass ich die Haut gut erwischt habe. Ich habe hier noch so ein paar Effekte drin. Das heißt, ich kann entweder den Farbradius noch ein bisschen vergrößern, indem ich hier ein bisschen runterfahre. Oder ich nehme nur so diese Details mit. Das heißt, ich nehme den äußeren und schaue mal, dass ich hier jetzt das Ganze schwarz-weiß bekomme. Jetzt ist noch so ein bisschen Gelb hier mit drin. Das heißt, im oberen Bereich gehe ich auch noch rein. Und jetzt habe ich das komplette Gesicht ausgewählt. Wenn ich jetzt hier wieder rauszoome, ich habe jetzt hier überall vielleicht auch noch so ein bisschen Farbton und so weiter. Aber wenn ich jetzt hergehe, dann habe ich den richtigen Farbton ausgewählt und kann jetzt quasi nicht Sättigung, sondern die Luminanz hier noch ein bisschen anheben. Das heißt, die Grüntöne bleiben von verschont sozusagen und die Orangetöne sind es in dem Fall, werden jetzt halt dezent aufgehellt. Ja, das macht schon einen Unterschied. Genau. Das dazu. Da haben wir eben auch wieder einen schönen Effekt. Auch hier kann man nochmal gucken, ob man noch detaillierter reingeht, sich das noch genauer anschaut und so weiter. Genau. Jetzt kommt gerade eine Frage rein, wie kann ich die Lippenfarbe dominanter gestalten bzw. hervorheben, auch über HSL oder lokale Anpassung? Ich habe jetzt hier keine Frau, wo ich jetzt die Lippenfarbe unbedingt anpassen wollte. Wäre in dem Fall aber tatsächlich mit den lokalen Anpassungen ein bisschen schöner. Das heißt, ich nehme mir einen Pinsel, ich zoome mal rein, mache die Pinselgröße, muss ich nicht größer machen, zoome einfach ein bisschen raus. Könnt jetzt hier drüber malen. Also hier bitte dann auch schön machen, nicht so wie ich. Und jetzt gibt's verschiedene Möglichkeiten. Ich habe gerade eben gezeigt, wie man die Helligkeit anpasst. Ich kann aber auch, also ich kann hier die Helligkeit von den Lippen anpassen. Dann müsste ich natürlich auch noch ein bisschen weicher und ein bisschen detaillierter arbeiten. Ich setze das mal einfach zurück hier. Habe hier aber auch noch Farben und so weiter. Das heißt, ich kann hier den Farbton auch noch ein bisschen ändern, ja, in die Richtung. Ich kann den Farbton aber auch auf dem Farbkreis anpassen. Das heißt, ich kann hier auch noch einen Rotton raussuchen und mir dann hier quasi die Sättigung auch noch ein bisschen hochziehen. Und dann habe ich hier quasi rotere Lippen. Ja, also der Vergleich anguckt.
passt das. Also man muss dann hier nochmal hergehen und sagen, okay, ich möchte es noch ein bisschen dunkler haben, ich möchte es gesättigter haben, ich möchte es in einem anderen Farbton und so weiter und so fort. Da dann einfach nochmal in die Details reingehen, was eigentlich gewünscht ist. Aber so funktioniert es auf jeden Fall, je nachdem, wie die Lippen schon geschminkt sind. Wenn du schon rote Lippen hast, also knallrot oder lilane oder sowas, wo du einfach anpassen möchtest, dann ist natürlich auch geschickt, weil ich oder weil du einen anderen Farbton hast als die Hautfarbe. In dem Fall ist es halt sehr, sehr identisch und die Problematik ist, wenn die Lippen ähnliche Farbe haben wie die Haut, dann korrigiere ich halt über den HSL-Kreis alles. Und das ist eben ein bisschen suboptimal. Jetzt möchte ich das Ganze noch so ein bisschen in Color Effects nochmal bearbeiten. Also soweit habt ihr, denke ich, die Logik verstanden. Also Vorher-Nachher-Vergleich sind Welten zwischen den Bildern. Ich exportiere das auch nochmal als TIFF in Color Effects. In der Zeit kann ich wieder einen Schluck trinken. Hier auch nochmal, wir probieren es einfach nochmal mit dem Dynamic Skin Softener. Wir zoomen mal rein. Auch hier wieder aufpassen, dass es nicht zu weich wird. Aber da im Schatten steht, ist es vollkommen in Ordnung. Hier nehme ich mir auch wieder Farbton raus, den ich haben möchte. Wie gesagt, ich kann auch diesen Filter hier nochmal hinzufügen, wenn ich nochmal einen anderen Farbton haben möchte. Und dann ist eben wirklich so der Tipp, dreht hier die Regler einfach mal ganz runter und fangt dann langsam an, wo es ist eben schön. Hier habe ich wenig ganz feine Details, das heißt, hier passiert gar nicht so viel. Hier merkt man es bei dem mittleren ganz extrem, was hier eben an Struktur verloren geht. Da auch aufpassen. Aber so kann man es ein bisschen weicher machen, finde ich eigentlich ganz schön hier. Und bei den großen sieht man natürlich auch dann, da gehen halt einfach auch ganz viele Details verloren. Aber in dem Fall kleine Details ein bisschen hoch, mittlere ein bisschen höher. Und dann kann man hier das natürlich auch sehr, sehr schön nutzen. Ja, vorher, nachher im Kleinen. Ja, es ist ein bisschen schöner, es ist auf jeden Fall passend. Zum gerade die Frage, warum 8-Bit? Ich habe es jetzt hier 8-Bit gemacht. 16 geht genauso natürlich. Genau. Warum 8-Bit in TIFF? Dann lege ich noch mal einen neuen Filter hinzu. Jetzt würde ich wieder den Contrast Only nehmen, weil wir gerade eben wieder viel Kontrast verloren haben durch die Bearbeitung. Das heißt, hier haben wir wieder so die Möglichkeit. Hier kriege ich natürlich auch wieder die Flecken ein bisschen mehr rein. Das heißt, hier muss ich ganz, ganz vorsichtig arbeiten. Oder was natürlich auch Sinn macht, zu sagen, ich möchte, dass die Stelle so ein bisschen aussparen. Ich nehme hier einfach einen negativen Kontrollpunkt, setze mir den hier in dem Bereich drauf. Den kann ich auch nochmal anzeigen lassen, wo sich der jetzt auswirkt. Also alles, was schwarz ist, wird jetzt ausgeblendet von diesem Filter. Und alles, was weiß ist, wird quasi eingenommen. Und jetzt kann ich hier quasi die Stelle, die ich nicht möchte, dass die nochmal ein bisschen kontrastreicher wird, weil ich ja hier schon gegen geregelt habe, dass ich die quasi ausspare. Dann habe ich hier quasi überall Kontrast hinzugefügt, außer an dieser einen Stelle. Das macht natürlich in dem Fall extrem Sinn. Und dafür sind ja die Kontrollpunkte auch da, dass man selektiv an einer Stelle einen ja, die Kontraste anhebt, beziehungsweise den Effekt hervorhebt oder entsprechend abmildert. Dann könnte man natürlich auch noch meinen Lieblingsfilter hier hinzufügen, Darken Light and Sender, kann man einfach auch so ein bisschen spielen wieder. Ist jetzt nichts so Dramatisches. Und was ich noch machen möchte bei dem Bild, ich füge noch mal was hinzu. Ich möchte dem Ganzen noch so ein bisschen Look geben. Und zwar über den Fotostylizer. Ich liebe diesen Filter. Ich finde, der macht einfach richtig schöne Sachen. Und wir haben auch ganz viele Varianten, was wir eben anpassen können. Das heißt, wir haben hier oben einmal Auswahlmenü, wo ich ganz viel arbeiten kann und mich rumprobieren kann. Und ich habe da noch mal einen Stil,
der das auch nochmal entsprechend ja anpasst, kann auch hier zum Beispiel hergehen und sagen, ich möchte das Ganze so ein bisschen diesen Orange-Blue-Look haben. Ja, kann auch hier die Filterstärke natürlich ganz dezent auch nur anwenden und schon habe ich so ein bisschen Look drüber gelegt. Finde ich auch mega, mega schön. Genau, das würde ich dazu noch machen, auch hier unten wieder speichern und Bearbeitung später fortsetzen. Klicke ich immer auf Speichern. Und habe jetzt hier quasi mein Endergebnis. Ich mache hier auch nochmal eine virtuelle Kopie. Gehe hier nochmal Korrektureinstellungen zurücksetzen. Das war das Ausgangsbild ursprünglich. Dann haben wir in Photolab das hier draus gemacht. Das heißt, wir haben es wärmer gemacht und vor allem haben wir die Stelle im Gesicht hier korrigiert. Also es sind wirklich Welten, was jetzt Unterschied ist. Und nach dem Photostylizer haben wir dann eben hier, beziehungsweise Color Effects, haben wir das hier nochmal drin. Jetzt möchte ich ganz kurz noch drauf eingehen, bevor wir das letzte Bild noch anschauen. Diesen Haken, den ich gesetzt habe bei TIFF, damit ich es nachträglich nochmal öffnen kann, das möchte ich euch natürlich auch noch kurz zeigen, wie das funktioniert. Wir haben hier diese TIFF-Datei. Ja, sieht man, wenn man es angeklickt hat, hier DxO TIFF. Jetzt mache ich hier einen Rechtsklick drauf, beziehungsweise ich mache keinen Rechtsklick drauf. Ich wähle es aus. Export nach Applikation. Und jetzt nehme ich mir hier bei der Aktion selektierte, also selektierte ausgewählte Dateien ohne Entwicklung exportieren. Color Effects ist ausgewählt. Dann wähle ich das hier aus, sage exportieren. Und jetzt öffnet sich nochmal Color Effects. Hab hier wieder die Info. Und jetzt ist rechts alles drin, was ich bearbeitet habe. Das ist doch, ich finde es mega. Das gab es früher nicht. Das gibt es seit letztem Jahr in der neuesten Variante, in der neuesten Version. Und das ist einfach mega, weil ich einfach sagen kann, okay, Contrast Only war mir doch zu viel. Darken Light and Center, ja, will ich mal ausprobieren. Wie sah es denn ohne aus? Ich find's cool. Genau, das wollte ich einfach auch noch mal kurz zeigen. Also, dass er da nicht auswählt, noch mal TIFF, weil er dann quasi das fertige Bild nochmal in Color Effects öffnet und wenn ihr quasi die ohne Entwicklung in Anführungsstrichen öffnet, dann könnt ihr da nochmal reingehen. Schauen wir uns noch kurz das dritte Bild an. Hier muss man an der Haut nicht so viel machen, wir müssen nur die Hauthelligkeit auf jeden Fall anpassen. Das heißt, ich habe hier jetzt zum Beispiel auch wieder einen Weißabgleich, den ich auf jeden Fall korrigieren möchte. Ja, hier würde ich auch einfach mal hergehen und das hochziehen. So, muss man natürlich auf die Lichter dann sowieso noch achten, aber das darf so ein richtig so ein Sonnenuntergangsfeeling haben. Das heißt, schön, schön warm das Ganze. Und hier auch wieder HSL, mega Geschichte. Wenn ich hier mal HSL anmache, wir haben hier was ausgewählt. Normalerweise ist ja das ausgewählt, dann könnt ihr so Farbton insgesamt korrigieren. Was ich hier machen möchte in dem Fall, ist, ich möchte den Himmel noch so ein bisschen hervorheben. Das heißt, ich nehme die Pipette, gehe mir hier auf den Himmel, das ist so dieser Blaubereich und dann kann ich hier quasi die Sättigung reinziehen und kann das Ganze auch noch ein bisschen blauer machen. Ja, vielleicht auch die Luminanz ein bisschen runter. Ah, so viel passiert da gar nicht. Dass ich hier einfach so das mit drin habe, das gehört jetzt nicht unbedingt zur Hautretusche dazu, aber ich finde es einfach wichtig, euch zu zeigen, wofür das auch noch einsetzbar ist. Und um das Ganze, um die Haut einfach aufzuhellen, zum einen natürlich insgesamt aufhellen, das heißt, ich würde die Spitzlichter sogar ein bisschen hochziehen, damit ich nicht diesen Grauschimmer, Grauschleier hier oben habe, dass ich hier wirklich viel Weiß habe, das darf ein bisschen überstrahlen hier am Kopf, meiner Meinung nach. Jetzt mal die Pipette noch zurück. Und dann natürlich auch die Schatten hochziehen und das ist jetzt eben das Schöne, ich kann natürlich die Hauttöne auch nochmal separat ein wenig aufhellen. Das heißt, ich gehe hier nochmal auf Farbe, nehme nochmal die Pipette, klicke mir jetzt hier auf den Hautton, wo auch immer ich den wählen möchte. Guckt mal hier bitte kurz auf das Rad, auf das HSL-Rad. Egal, wo ich hier tippe, ich habe immer eine Haut ausgewählt, aber es springt immer in eine andere Richtung.
Jetzt kann man natürlich wieder gucken, okay, habe ich die ganze Haut ausgewählt, ist alles schwarz-weiß. Da einfach am besten so ein bisschen im Detail dann später reinschauen, habe ich wirklich alles ausgewählt, weil wenn ihr nicht alles ausgewählt habt, kann es fleckig werden, so wie hier. Das heißt, ich muss hier auch noch ein bisschen die Rotbereiche mit reinnehmen. So, da kann ich hier oben noch ein bisschen, da ist noch ein bisschen Magenta mit in den Lippen drin. Wenn ich das ausgewählt habe, dann kann ich hier natürlich die Sättigung wieder hochsetzen, also auf 0. Und dann gehe ich hierher und setze dann nur in dem Bereich die Helligkeit nochmal. Weil die Mitteltöne korrigieren natürlich auch den Hintergrund, also auch nochmal die Bäume im Hintergrund und so weiter. Und in dem Fall, ich habe ja grün hier ausgespart, ich habe ja nur die Haut ausgewählt. Man so ein bisschen ist natürlich auch orange hier in den Bäumen drin. Aber was sich jetzt an der Haut ändert, an der Hautfarbe und was sich am Hintergrund ändert, das ist, denke ich, deutlich ein Unterschied. Und da muss ich nicht erst hergehen und irgendwie noch pinseln und so weiter, sondern ich kann hier das ziemlich schnell und einfach korrigieren. Genau, was haben wir noch? Wir könnten noch ein bisschen reinschauen, ob wir noch irgendwas retuschieren müssen, aber da ist nicht wirklich was zu tun. Wir könnten auch hier die Finger noch wegretuschieren. Das wäre dann in dem Fall, so wie ich gerade eben gezeigt habe, da war es so dieses Reparieren oder der Fokus drauf, dass wir reparieren. In dem Fall wäre es Kopieren, weil wenn wir reparieren an der Stelle, dann wird das Ganze nie 100% sauber, weil er immer irgendeine Stelle aufnimmt, die das verwischt. Ja, weil er geht davon aus, dass an der Stelle hier so ein Farbübergang drin sein sollte. Das heißt, ich gehe hierher und gehe auf Kopieren, zoome hier nochmal ein bisschen rein und dann kann ich eben hier auch, also wenn ihr da mal so eine Fingerstelle oder sowas habt, das ist wichtig, dass ihr das einfach wisst. Das könnt ihr auch ganz einfach hier noch wegretuschieren. Dann halt einfach darauf achten, auch noch, dass ihr so erstmal die richtige Quelle nehmt, ja, weil sonst macht es wenig Sinn. In dem Fall haben wir es halt mit dem hellen Himmel sehr, sehr einfach. Und dann einfach schauen, dass ihr ja, die Kante so weich bzw. so hart gewählt habt, dass es hier einfach passt. In dem Fall, wenn man es in der Größe anguckt, sind einfach die Finger weg. Und das Ganze sieht ordentlich aus. Geben wir dem Ganzen noch einen Look, damit das Ganze auch zum Abschluss gebracht werden kann. Export nach Applikation. Jetzt hier wichtig als TIFF exportieren. Da machen wir 16-Bit nehmen. Öffnen das Ganze. So. Haben jetzt wieder diese Meldung. Was möchte ich hier machen? Dynamic Skin Softener. Auch wieder hier den Hautton auswählen. Hier kann man auch gerne ein bisschen mehr machen. Ja, bei Katrin hier kann man hier schön so ein bisschen, ich habe gerade eben euch gemerkt, durch das HSL hat es ein bisschen was zu hauen, aber das ist nicht schlimm. Hier kann man einfach noch so ein bisschen Details weicher machen. Da müsste man eigentlich noch mal rangehen über HSL. Egal. Also das darf ruhig dann weicher sein bei ihr, weil das einfach von der ganzen Wirkung her sehr verträumt und sehr, sehr ehrlich und sehr offen und sehr, sehr echt ist. Und das darf vom Look her meiner Meinung nach wirklich auch weich und verträumt sein. Dann würde ich auch hier nochmal einen Kontrollpunkt, einen Filter hinzufügen, Contrast Only, einfach um so ein bisschen wieder reinzubringen, was wir vielleicht verloren haben, gerade eben. Und dem Ganzen möchte ich jetzt echt noch einen Look geben, ganz ehrlich, weil das ist richtig schön, aber es gehört einfach noch so ein bisschen Sommerfeeling. Und da gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Wer mich kennt, weiß, ich bin kein großer Fan von Grüntönen. Nehmen wir einfach mal das Gelb hier. Das heißt, wir haben jetzt angepasst. Wir haben am Anfang die Grüntöne, war gut, dass es Grüntöne waren, damit wir die Haut anders korrigieren konnten. Und jetzt haben wir die Grüntöne umgewandelt in solche braunen ja, Gelbtöne. Können natürlich hier die Intensität des Ganzen noch ein bisschen hochziehen oder runterziehen.
und habe jetzt hier quasi dieses Ergebnis. Und ich finde das einfach mega, mega schön. Zu guter Letzt noch ein Tipp. Wir haben jetzt diese Bearbeitung gemacht und nehmen wir mal an, ihr habt so ein Bild, ihr habt das hier bearbeitet in Color Effects und sagt, diese Bearbeitung ist genau das, was ich haben will, genau das, was ich möchte. Ich habe nämlich noch ein paar Bilder, gleiches Licht, gleiches Outfit, gleiches Model, gleiche Location und so weiter und so fort. Und ich möchte nicht jedes Mal hier, welchen Filter habe ich denn wie verwendet und das jedes Mal neu zusammenstückeln. Kann man machen, wenn man da einfach Spaß dran hat. Aber man kann es sich auch einfach ein bisschen einfacher machen. Das heißt, wir klicken hier, wenn ihr jetzt hier so ein paar Filter zusammengestellt habt, hier drauf aufpassen, wenn ihr das speichert, speichert die Kontrollpunkte mit. Deswegen würde ich es ohne Kontrollpunkte machen. Geht auf Speichern und sagt jetzt hier quasi, ich nenne es jetzt einfach mal hier, ich habe das schon mal irgendwann gemacht, das heißt, ich muss jetzt hier quasi, ich mache mal einfach Katrin02, bestätige das Ganze und habe jetzt hier in meinen Zusammenstellungen, wenn ich ein bisschen runter scrolle, ist das alphabetisch sortiert, ist jetzt hier quasi meine Zusammenstellung drin, die kann ich exportieren, die kann ich löschen oder wenn ich jetzt hier was geändert habe, kann ich die auch aktualisieren. Das habe ich auch schon mal gemacht. Das ist eine ähnliche Bearbeitung. Ja, da hat sich nicht viel geändert. So die Bäume habe ich ein bisschen anders gemacht dieses Mal. Aber im Grunde mag ich das Bild genauso. Deswegen habe ich das auch so gemacht und gespeichert. Hier unten einfach auch wieder den Haken lassen. Dann kann ich nachträglich nochmal reingehen und das anschauen, nochmal korrigieren. Falls ich es doch nicht gespeichert habe, kann ich das auch machen. Klick hier auf Speichern. Und dann habe ich das Ganze fertig. Ich mache jetzt hier auch nochmal, wie bei den ersten, nochmal eine virtuelle Kopie, einen Rechtsklick und sage Korrektureinstellungen zurücksetzen. Das war das Ausgangsbild. So ist es aus der Kamera gekommen. Bewusst auch ein bisschen unterbelichtet, weil ich einfach auch die Himmelstruktur ein bisschen haben wollte und weil das Ganze einfach gewirkt hat. Im Nachhinein sage ich, okay, ich will doch heller, ich will die Wolkenstruktur ein bisschen behalten, deswegen haben wir ja nicht alles komplett aufgehellt und dann dem Ganzen noch einen Look geben und schon haben wir so ein richtig schönes Bild, weiche Haut, schöne Kontraste drin und genau, das soll es an der Stelle gewesen sein. In diesem Sinne war es das von mir. Ich hoffe, dass alle Fragen beantwortet wurden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart.